Hallo zusammen, heute möchte ich euch gerne Tina vorstellen. Hallo. Tina ist unsere neue Mitbewohnerin. Sie wohnt bei uns seit Januar und kommt aus Deutschland. Von wo kommst du? Aus Deutschland, aus Bayern. Bayern. Und wir machen heute eine kurze Schweizerdeutsch-Challenge. Ich sage dir ein paar Wörter auf Schweizerdeutsch, also Baseldeutsch, weil ich komme aus Basel. Okay. Du musst sie wiederholen und mir sagen, was es bedeutet. Okay, ich gebe mein Bestes. Gut. Okay. Anke! Die Anke! Ja, habe ich gestern getroffen. Aber die Anke ist keine Person, sondern Butter, habe ich schon gelernt. Abekeie. Abekeie, das kenne ich nicht. Also ich sage einen Satz. Oh, musst aufpassen, dass du da nicht abekeisch. Runterkommst, runterfällst. Runterfällst, sehr gut. Runterfällst. Denn öppe. Öppe. Gib mir öppe ein Kilo. Öppe Kilo. Öppe ein Kilo, oder? Ja, wenn du kommst, ja, öppe am 7. Circa. Das! Gegen. Okay. Käffele. Ganz wichtig. Kaffele. Käffele. Kaffele, Kaffee? Nein. Das ist ein Verb. Kaffele. Das, keine Ahnung. Kennst du noch nicht? Nee, kenne Käffele ist ganz typisch in der Schweiz, da die ganze Zeit Käffele. Wenn ich nicht. in Nee, das echt noch Kaffee nicht. reingehe, so unten im Salon, dann gehen wir go Käffele. Gehen wir go Käffele heute? Echt? Na, kenne ich noch nicht. Aber das brauche ich auf jeden Fall. Kaffee trinken. Kaffee trinken, plaudern. Und dann haben wir Zmörgele. Smörgele. Kenne ich auch noch nicht. Zmörgele ist ähnlich wie Käffele. Das ist auch ein Verb. Zmörgele. Essen dann, oder was? Ja, Aber aber was? was? Zmörgele. Und Zmorge? Smorge. Was ist denn Zmorge? Aha, Weiß ich das ist nicht. Ich weiß nicht. Frühstück. Frühstück, Zmorge und Zmörgele ist Frühstück. Frühstücken, Zmörgele. Znüni. Znüne. Znüne. Das ist einfach etwas Kulturelles. Das ist was Kulturelles. Ich muss ja Deutsch mit dir sprechen. Znüni ist die Pause um 9 Uhr. Znüne. Und dann isst man etwas Kleines, ein kleiner Okay. Snack, und das ist das Znüni. Okay. Zum Kindergarten oder auch so bei der Arbeit. Znüni-Pause Nee, in kenne ich noch der nicht. Schule. Znüni und das Gleiche gibt es um 4. Okay. Und das heißt. Zwiebel. Ja! So Dann schwer haben ist wir. ja gar nicht. Ja, siehst du. Also, ich sage auf Baseldeutsch sage ich Täfeli. Dafele. In Zürich sagen sie Zeltli. Und in Luzern sagen sie Tröpsli. Tröpsli. Alles das Gleiche. Tropfen nach Tröpsli. Täfeli, Zeltli, Tröpsli. Stückle. Ich weiß gar Noch nicht, ein wie ich es Tipp? sage. Bonbon. Ein Bonbon. Bonbon. Vor die Blut. Was? Foti was? Vor die Blut. Foti Blut. Keine Ich Ahnung. glaube, in Zürich sagt man Viertle Blut. Viertle Füttle Blut. Blut. Füttle ist Foto. Foto. Ach nee, ist Fütteli ist Foto. Viertele. Foto. Weiß nicht. Also, vor die Blut heißt eigentlich nackt. Also Was? nackt, also Fodi ist der Po. Füdle, man sagt auf Zürichdeutsch, sagt man Füdle. Füdli, ich weiß nicht, ihr müsst mir helfen, Zürcher. Fodi, Blut, nackt. Aha, Stange, haben wir das schon? Ja, das kenne ich. Stange kenne ich natürlich. Das ist eines der Wörter, was man als erstes lernt. Wenn man Bier trinken gehen möchte, stellt man eine Stange. Eine Stange, das ist ja die kleine, das kleine Bier. Und wenn man es ein größeres haben will, was sagst du? Weiß ich gar nicht mehr. Ein großes. Ein großes. Ja, Ein das war so großes. normal. Ein großes und eine Das Stange. großes und Stange. Geil. Das Wichtigste hast du vergessen. Was? Küchenschrank. Haben wir uns nicht schon gehabt? Na! Küchenraschle. Nee, Ja, das typische. Küchenrechtle haben wir nicht gehabt. Kann ich nach wie vor nicht Sie kennt es aussprechen. erst seit heute, Küchenraschle, und wohnt schon seit Küchenrechtle. 4 Monaten. Mai. Mai. 4 Monaten. Gut, was weißt du noch?
Wie, was weiß ich noch? Was weiß ich noch? Naja, typische Sache. Bitzeli, ein bisschen. Ein bisschen. Bitzeli, ein bisschen. Ein bisschen. Geh mal go posten oder so in der Art. Geposte. Poste. Einkaufen. Was kenne ich noch? Hixi. Hixi. Oder? Heißt es nicht so? Ich sag Hitzki. Ah, Hitzki. Aber was können Sie, dass man da Hixi sein? Immer. Was ist es? Schluck auf. Schluck auf. Okay, ja, sieht ihr, nicht mal für Deutsch ist es so einfach wie in die Schweiz. Aber das waren ein paar Wörter. Nicht schlecht. Ja. Wir wünschen euch eine schöne Woche und bis bald. Bis bald. Danke dir. Danke dir. Ciao.